Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen hier aus Berlin zu einem neuen Fettsack-Freitag. Und ich bin diese Woche noch in Berlin. Nächste Woche geht's in die Schweiz. Und wir haben jetzt Döner in Berlin getestet. Und jetzt will ich mal wissen, wer hat den besten Burger? Wo gibt's die geilsten Burger auf die Hand? Kleine Burger, am besten Smashed-Burger, wo man einfach reingeht, man holt sich das Ding, man snackt es. Das checken wir heute aus. Und ich habe mir wieder viel im Internet angeguckt, was wurde getestet, was sind die Neuheiten, was ist richtig gut. Und dafür bin ich heute unterwegs, teilweise alleine. Es kommt auch noch ein Gast dazu. Und wir testen heute die besten Burger in Berlin. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim ersten Burger. Und da ist auch schon der Windburger, Freunde. Der erste Laden nennt sich Windburger. Windburger bekannt für billige Preise und sehr, sehr leckere Burger. Windburger befindet sich in der Windscheidstraße 26 in Berlin, Ecke Kantstraße. Der Laden ist sehr, sehr schön aufgebaut. Man kann nicht reingehen, man kann nur draußen sitzen oder to go mitnehmen. Man kann übrigens auch nur bar bezahlen. Und Burger und Pommes haben ungefähr beide gemeinsam 8 Euro gekostet. Und davon sind die Pommes 3 Euro und der Burger knapp 5 Euro, was preislich wirklich sehr, sehr geil ist. Die Pommes sind die Special Pommes. Ich habe mir Special Pommes bestellt mit Kräuterbutter drauf. Sieht sehr, sehr geil aus. Probieren wir mal einfach so. Ich werde mir bei jedem Laden eine Spezialität bestellen und einmal das, was ich gerne hätte. Und diese Pommes, wow! Ich habe noch nie Kräuterbutter-Pommes gegessen. Und die sind ja mal mies lecker. Alter! Ist jetzt auch meine erste Mahlzeit heute. Wir haben es ungefähr 13 Uhr. Ich habe so ungefähr 10 bis 15 Minuten auf den Burger gewartet. Ich glaube, das ist okay. Wir sind ja nicht bei McDonald's, wo alles schon vorbereitet ist. Und da war auch echt ein bisschen Schlange. Das muss ich auch noch so 5 Minuten bis 10 Minuten anstehen. Aber die Pommes, richtig geil, richtig lecker. Schön überall Kräuter drauf. Die Pommes, denen muss ich eine 7 von 10 geben. Weißt du was? Die Pommes kriegen sogar eine 8 von 10. Die sind von innen. Ich muss euch das kurz zeigen. Wow! Die Dinger sind perfekt. 8 von 10. Und ihr wisst, eine 8 von 10 ist bei mir sehr, 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 sehr gut. Kommen wir zum Burger. Ist dicker als erwartet. Hat einen dicken Bun. Oben und unten sehr, sehr dick. Ich habe einen Cheeseburger genommen mit Bacon drauf. So werde ich den, glaube ich, überall bestellen, wenn es geht. Cheeseburger mit Bacon. Wenn das Fleisch sehr, sehr dünn ist, mache ich Double Cheeseburger draus. Aber hier, ihr seht, das Fleisch ist nicht allzu dick. Sieht nach einem geilen Ding aus. Und ich freue mich richtig, in das Brot zu beißen. Obwohl das so gar nicht so ein klassisches, so ein Brot ist jetzt, wie ich es bei allen erwartet hätte. Alright. Let's see, baby. Oh, der Bacon, der sieht richtig gut aus. Die haben keine Servietten dazugelegt. Oh, 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 warum? Ist ein richtiger Classy. Schmeckt man richtig aus Zwiebeln, Gürkchen, Bacon, Ketchup, Mayo, Salat, Käse. Schmeckt mir schon fast zu sehr, wie wenn man ihn zu Hause macht. Ich krieg ein ganz großes Burger King-Feeling bei dem Burger. Whopper oder sowas in die Richtung, glaube ich, wegen der Mayo drauf. Dieser Bacon sieht wirklich einen geilen Geschmack, richtig schön, geil gebraten. Aber ich bin mir sicher, dieser Burger wird heute noch getoppt. Weil das, was wir noch auf der Liste haben, ich wollte es euch nur mal gesagt haben. Dieser Burger ist lecker, würde ich mir sofort wiederholen. Wenn ich dran vorbeilaufe, sage ich, ey, ich gehe zu Windburger, hol mir einen. Kriegt von mir 6,5 von 10 in der Kategorie klassischer, schneller, geiler Burger. Geil, auch Gürkchengeschmack und Zwiebelgeschmack. Aber keine Servietten, das ist Quatsch, Digga. Auf diesen Burger habe ich mich besonders gefreut. Ich habe ihn schon einmal gegessen. Jeder liebt ihn in Berlin. Und jeder Berliner wird auch wissen, was ich meine. Es geht um Burgermeister. Mittlerweile gibt es so viele Läden in Berlin, die irgendwas mit Burger, Amt, Burger, hast du nicht gesehen, zu tun haben. Aber das hier, Freunde, das ist ein geiler Laden. Und dieser Laden war ganz früher mal eine Toilette. Mittlerweile zum Glück nicht mehr, am Schlesischen Tor. Und wir haben heute sogar Besuch. So, Freunde, Schlesisches Tor angekommen und ich bin nicht mehr alleine. Heute ist dabei Welcome, meine Freunde. Splash, Bruder, Freunde. Und der Mann hat gesagt, er kennt sich aus mit Burgern. Bisschen. Hat er gar nicht gesagt. Ich kann sie gut essen. Ich kann sie sehr gut essen. Und deswegen testen wir jetzt den, der angeblich der beste Burger von ganz Berlin sein soll. Manche sagen, das ist wirklich Top 5. Ich sag Top 3. Berlin Top 3. Ne? Martas? Ne, ja, kenne ich nicht. Ist auch noch ganz, ganz nice. Mehring da. Das ist der Burgermeister, Freunde. Splash, wie er gerade erzählt, das hier war früher eine Toilette, Freunde. Ganz früher. Ihr seht, da oben steht Männer. Da oben steht Frauen und hier essen wir jetzt geil Burger, der angeblich beste klassische Burger in ganz Berlin. Ich habe hier schon mal gegessen, da war ich richtig besoffen. Das Ding war so fettig, der Fett ist mir auf die Füße geklatscht. Ich habe die Schuhe weggeschmissen, weil das Fett nicht mehr rausging.
Ich hab Bock, ich bin gespannt, ich freue mich. Das wird jetzt richtig lecker, hoffentlich. Man munkelt, dass die so gut schmecken wegen den Scheißpartikeln in der Luft. Früher wurde da drin Kacke gemacht, Freunde. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden, es geht um Essen. Es geht um Essen, ganz leicht um Essen. Hallo. Hallo, Bruder. Zwei Cheeseburger, yeah. Einmal mit Bacon. Und dann einmal die Cheese Fries und einmal Bacon and Onion Fries. Guck in diesen Laden rein und es sieht so lecker aus, Digga. Dankeschön. Macht's gut, ciao, ciao. Es sieht so gut aus, wirklich. Hau rein, ein bisschen davon. Ja. Man muss ja nicht übertreiben immer. Wir haben ja noch die Käsesoße, ne? Oh yeah, baby. Sorry, das reicht schon. Ja, da. Let's go, gehen wir ans Wasser und essen dort, Freunde. Let's go. Okay, Ladies and Gentlemen, wir gehen rein in diesen Burger von Burgermeister. Der sieht, also Aussehen 10. Ich gebe dem wirklich vom Aussehen eine 10, Freunde. Da kann ich nichts sagen. Diese Gurken da drin, boah, Salat drunter, rote Zwiebeln, Gürkchen, Tomate. Der sieht so gut aus. Das ist ein Burger, auf den habe ich mich heute richtig gefreut, weil ich wusste, das wird wirklich brutal sein. Der hat ein bisschen was von In-N-Out, wenn man so guckt, weil die Tomate so rauskommt, finde ich. Ja, Mann. In-N-Out ist schon ein, das ist schon der ähnlichste. Die noch so geil so ein bisschen Wasser trieft und so. Maschallah, Alter. Damit macht ihr nichts falsch. Schön Mayo dabei. Das Bun ist so ein bisschen angeröstet an der Seite. Die haben es schön in Butter gelegt, glaube ich. Schönes Brioche-Bun. Brioche, wichtig so. Das ist einfach, guck mal, man drückt nur so ein bisschen und man könnte das schon so ein bisschen zerreißen. Es ist einfach dieser Bacon-Baby. Das ist wirklich krass, aber ich finde ihn ein bisschen zu trocken. Er ist richtig gut, man schmeckt dieses Butter vom Brioche-Bun. Aber ich hätte jetzt mehr Juice erwartet, weil er sieht auch noch mehr Juice aus. Er ist schon juicy so, keine Ahnung, ich hätte eine Überladung von Juice erwartet. Dieser Burger, der schlägt auf jeden Fall nochmal den Windburger, aber nicht um Längen. Nur ein kleines bisschen, weil das Gesamtpaket irgendwie mehr stimmt und das Brot nochmal geiler ist. Keine Ahnung von dieser Wind, aber dieser knallt auf jeden Fall. Ich sag ehrlich, Aussehen hast du gesagt, 10 von 10, ist auf jeden Fall fix. Geschmack schmeckt ein bisschen, bei mir ist nicht trocken, ist sehr juicy meiner Meinung nach. Der ging schnell runter, ich fühle mich so, als ob ich mal einen Burger gegessen hatte, also 10 von 10. Guck mal, ich bin schon fertig, Digga, eine Sekunde, Digga. Berlin lebt einfach. Dieser Burger kriegt von mir auf jeden Fall eine 7,5 von 10, eine 8, ne, kriegt von sogar eine 8 von 10 von mir. Links Ketchup, rechts Mayo, in der Mitte Käse, Digga. Ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass die Käse halt so fertig haben, weißt du? Ja, das ist nicht so nice. Es gibt so nice Chili-Cheese-Soßen und so Dips, da kann man sich auch Mühe geben ein bisschen noch. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine Bürgermeister-Creation. Ihr schaut euch mal das Fleisch an, Freunde. Das ist richtig schön angeröstet. Das ist richtig juicy, das ist richtig geil. Da kommen die Aromen richtig durch wie Cristiano Ronaldo gegen Hertha BSC. Wir probieren jetzt hier, Freunde, die Fries, die Cheese-Fries. Aber man muss ja Cheese selbst drüber machen, leider. Zeig mal nochmal die Verpackung. Ist selbst gemacht aber. Since 2006 machen die angeblich ihre eigene Cheese Sauce. Just Sauce, Raw Sauce. Probieren wir mal. Sauce. Nimm, iss, trink. Setz dich hin. Nee, basic, nicht wa? Ja. Basic. Nö. Warum ist Klatschen auch nicht so generell? Ja. Nicht zu krass. Next try. Bacon and Onion Fries. Bacon and Onion sieht zwar ein bisschen sehr durcheinander aus, ein bisschen. Man kann nicht ganz unterscheiden, was Bacon ist und was Käse ist. Ich probiere einfach mal. Habe ich noch nie gegessen, die Kreation. Man kann es jetzt ein bisschen schwer so aufpieksen. Und das wird auch nicht wahrscheinlich für die ganzen Pommes reichen. Ist okay. Ja. Ich finde die Pommes einfach nicht so gut auch an sich. Ja. Da waren die Windburger-Pommes um Längen besser. Die Windburger-Pommes waren richtig gut. Okay. Wenn ein Laden auch richtig stabile Pommes hat, dann rettet das auch den Burger wiederum wieder. Den Pommes gebe ich eine 5, nicht mehr. Wirklich eine 4 bis 5. Die sind echt nicht so gut, finde ich. Bin ich ein bisschen enttäuscht sogar. Käse, Quatsch, finde ich. Aber der Burger, der ist eine absolute 8 von 10. Für dich die richtige Verwendung für Clubmaten, wa? So benutze ich meine Clubmate, Freunde. So, Freunde, das war's mit Burgermeister. Wir gehen weiter zum nächsten Burger, den ihr unbedingt in Berlin auch abchecken solltet. Nach diesen zwei Burgern dachte ich habe wirklich das Ultimatum gefunden. Ich habe den besten Burger gegessen, dachte ich. Aber nein, es kommen noch zwei absolut grandiose, leckere Burger, die ihr unbedingt testen solltet, wenn ihr in Berlin einen geilen Burger essen wollt. Hast du noch Hunger? Geht so, aber muss. Wir sehen uns beim neuen Laden, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir nehmen einen Smash BLT. Alles, also nix vegan, alles Classic. Und ein Cheeseburger. Oh.
Dankeschön. Digga, dieser Burger, der wird nicht nur dich, der wird uns beide komplett. Digga, guck dir das. Oh, sowas Krasses habe ich noch nie selten gesehen. Ich weiß nicht, wo ich es mal gesehen habe, wirklich. Guck mal, dieser Bun, Freunde. Gurke. Das ist der Trip, das ist der BLT, Cheeseburger, Fries, dreimal verschiedene Soßen noch dazu. Allein jetzt vom Auftritt, wie es aussieht, bisher die Aufmachung sehr, sehr krass, sieht wirklich heftig aus. Ich nehme der Gerät mal hier, Digga, wie soll ich den greifen? Heilige Mutter. Brut. Digga, das sieht krass aus. Dieser Bun. Ich weiß nicht, wo ich reinbeißen soll, aber guck mal, auch unten so, der ist noch so leicht zusammen. Das ist American, Digga. America. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll gerade. Ich muss noch mal abbeißen. Also das ist wirklich das gesmashedeste Fleisch, was ich jemals gegessen habe. So viele krosse Aromen. Für mich ein bisschen zu viel Käse. Da ist wirklich sehr viel Käse drauf. Schmeckt echt käsig, aber es ist wirklich heftig. Ich muss das erstmal verarbeiten. Das ist einfach krass. Das sind mir zu viele Geschmacksaromen schon so heftig, wie das ist irgendwie. Weißt du, was ich meine? Du musst mal deins probieren, dann will ich mal was wissen. Okay, also was schon mal sehr nice ist, ist Brioche-Brot ist übertrieben weich. Ich mag das sehr. Das hat diesen Shiso-Burger-Vibe auf jeden Fall, da wo das Brot. Super, dieses. Ist doch Japan. Brioche ist doch japanisches. Boah, weiß ich gar nicht. Glaube ich schon. Ich dippe so die ganze Zeit noch einen Ketchup rein mit meiner Hand. Und auf jeden Fall was anderes. Auch das Fleisch vom Geschmack her. Ich weiß nicht, ob das an diesem. Das da drüber sozusagen so gesmashed ist. Ist schon auf jeden Fall lecker. Aber. Ich mag halt noch ein bisschen knackiger den Salat. Machen wir doch mal leise, Mann. Ein bisschen knackiger noch den Salat. Vielleicht. Aber ansonsten schmeckt auf jeden Fall lecker. Vom Geschmack her, ich würde dem eine. Vom Geschmack her eine 7,5 von 10. Aber ich muss sagen, Burgermeister gefällt mir schon noch mal einen Zacken krasser auf jeden Fall. Also Freunde, dieser Burger ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber er schmeckt wirklich noch mal ganz, ganz, ganz anders und hätte es gar nicht erwartet. Also ich habe auch übertrieben mit so einem BMT hier, wie ihr seht. Also das Brioche ist wirklich eine 10 von 10, finde ich. Ja, das Brot ist wirklich eine 10 von 10. Das ist wirklich diese Homemade-Soße drauf, finde ich lecker. Aber es war, glaube ich, mein Fehler, dass ich keinen normalen Cheeseburger genommen habe. Ich wollte einfach übertreiben hier gerade. Und guckt euch das mal an, Digga. Wenn ihr den gesmashesten Burger in Berlin essen wollt, hier auf jeden Fall. Der ist wirklich gesmackerino, sein Onkel. Der Bacon ist schön crispy, Baby. Ich finde ihn schon sehr, sehr lecker, Digga. Ich finde ihn richtig gut, aber nicht besser als Burgermeister. Also wirklich minimal. Die Pommes sind auch lecker, finde ich. Nicht mehr, nicht weniger so. Sind halt leckere Pommes. Nicht so gut wie die bei Windburger, besser als die bei Burgermeister. Ja, Burgermeister auf jeden Fall. Ja, die waren schon nicht so gut. Probieren wir mal kurz die, ich glaube, das ist... Ich mag ist, das auch, diese klassisch dünnen kleinen. Wie so wirklich auf McDonald's Burger King Basis. Okay, das ist wirklich Trüffelpommes, Trüffelsoße. Ist okay, aber habe ich gerade gar keinen Bock irgendwie drauf. Ey, geil. Also wirklich cooler Laden, dass wir aufnehmen durften auch. Vielen, vielen lieben Dank. Kommt gern vorbei. Am Planufer, Cottbusser Damm, Goldies, Smash Burger. Der Name ist Programm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich bin mir sicher, dass es zu einer der besten Burgerläden in Berlin gehört. Hat meine Hose auf jeden Fall gesmashed. Meine auch. Mein Hemd auch. Also wirklich, der juiced alles raus. Das ist wirklich da unglaublich. Kleiner Sidefact: Der Erfinder des Cheeseburgers soll übrigens angeblich 17 Jahre alt gewesen sein. Lionel Sternberger. Der hat im Restaurant seines Vaters in Pasadena probeweise einen Hamburger mit einer Scheibe Käse belegt. Wer weiß, ob die Geschichte stimmt. Stimmt, aber angeblich ist er mit 17 Jahren der Erfinder des Cheeseburgers. So Freunde, der letzte Laden in der Liste sieht richtig, richtig schön aus. Ihr habt es gesehen, von innen schön, von außen schön. Ich hoffe, die Burger sind auch schön. Wir sind bei Smack Burger am Gesundbrunnen. Ein neues Mikrofon, Freunde. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Der andere ist jetzt Akku leer. Wir haben schon einen Tag später. Ich konnte gestern einfach nicht mehr und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ein Burger mit zweimal Pommes und zwei Getränken. 21 Euro. Ich hab Bock. So, Freunde, wir fangen an mit den Pommes mit Guacamole mit einer schönen Zitrone, Baby. Guacamole, Lemon, ich glaube Sour Cream und so. Sowas wie so ein Dip, wie bei den Nachos, dieser rote. Wisst ihr, was ich meine? Da sind ja auch Nachos dabei, Baby. Also, die Kombi habe ich noch nie gesehen, aber ich stelle die mir gerade total geil vor. In der Mitte.
geil ist das denn? Das ist nicht so ganz Sour Cream, das ist irgendwie hell geil. Ich probiere jetzt mal Pommes mit Guacamole. Ich glaube, das ist wirklich insane, Freunde. Kann man nichts falsch machen. Ich finde es geiler irgendwie als mit Ketchup, mit Mayo, mit Käse, mit Bacon, mit sonst was. Schön frisch mit Guacamole, Baby. Mit Salsa. Boah, ist die Salsa lecker. Was macht dieser Laden gerade mit mir? Was ist das? Aber es muss ja Sour Cream sein. Es ist immer Guacamole, Salsa, Sour Cream eigentlich. Aber die ist so, die ist, guck mal, die ist so voll, die ist so ein bisschen Pudding-mäßig schon fast, Freunde. Pommes an sich, Klassiker, nichts Besonderes. Klassische 6- bis 7er Pommes, ist lecker. Aber das i-Tüpfelchen sind diese Special-Dinger. Special-Dinger, Guacamole, Sour Cream und Salsa, Baby. Hier bestellter Burger. Oh, dieses, guckt ihn euch an. Schaut, look at him, look at him. Dann probieren wir mal dieses gottlose Stück. Doppelfleisch, richtig geil. Käse, geile geschmorte Zwiebeln. Es ist keine klassische, Mayo-Ketchup-Soßen-Ding. Es ist irgendwas Special-mäßiges. Es sieht insane aus. Wenn ich mir den angucke, hat es was von In-N-Out-Burger, wenn ich ehrlich bin. Unten guckt der Salat raus, nochmal Soße. Das Brot ist ein bisschen dicker. Wir haben ein dickes Stück Tomate. Boah, wir haben ein richtig dickes Stück Tomate. Endstück Tomate. Wir haben Gürkchen. Für mich ja das Wichtigste. Eventuell habe ich gerade schon einen Burger verspeist und vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Deswegen gibt es hier jetzt zwei. Es ist zu geil, wie sich so klassische Burger trotzdem doll unterscheiden können, Freunde. Auf den anderen man rohe Zwiebeln drauf. Hier sind, ihr seht es hier oben, geschmorte Zwiebeln, frischer Salat, Tomate, doppelt Patty. Dieses Patty ist wirklich, ihr seht, smashed. Ihr seht den Rand. Es schmeckt aber nicht zu sehr nach Röstaromen. Es hat, finde ich, schon so ein Mittelding. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr nach verbrannt schmecken. Oder was heißt verbrannt, aber so angekokelt. So, wisst ihr, dass man so richtig das mit abkratzt. Die Gewürze in diesem Burger, ich muss nochmal abbeißen. Ich probiere mal andersrum, dass das Patty unten ist. Der ist so stark geil gewürzt, an manchen Stellen kommt so voll dieses so pfefferartige Gewürz durch, was richtig geil ist. Der ist gut gesalzen, der hat, ich liebe sie, Gürkchen. Und wisst ihr, wie die Gürkchen schmecken? Die Gürkchen schmecken genauso wie die Gürkchen bei Ikea vom Hotdog. Dieser Burger kriegt von mir, Freunde, eine Bewertung von 9. Er zieht mit Burgermeister gleich. Das hier und Burgermeister sind für mich die zwei besten, die ich in dieser Videoreihe getestet habe. Das ist absolut insane. 8 Euro ungefähr ein Double Cheeseburger. Ich finde, es hält sich im Rahmen, ist okay. Und vor allem für diesen Geschmack würde ich das everyday zahlen. Das ist wirklich lecker, lecker, lecker. Kommt vorbei, probiert diesen Lachs hier aus, Freunde. Ich bin sehr froh, dass ich diese Videoreihe gestartet habe, Freunde. Wenn ihr nach Berlin kommt, esst einen von diesen 4 Burgern und ihr seid im Himmel. Geht zu Burgermeister oder zu Smackburger und ihr werdet ein Engel. In dem Sinne, Freunde, sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, das war's mit dem Burger-Rating heute, mit dem Burger-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Rating sieht folgendermaßen aus. 10 von 10. Ich glaube immer noch, das ist In-N-Out-Burger. Aber jetzt hier in Berlin 9 von 10, 9 von 10. Burgermeister und Smackburger. Insane. Sehr, sehr geil. Wirklich geil. 8 von 10 kriegt Goldies. Sehr, sehr lecker. Wer wirklich auf dicke Burger, die wirklich gesmashed sind, stehen, die volle Kanne, das volle Smash-Potenzial mitnimmt, Hinder. Und dann gibt es noch der Windburger. Ich glaube, den habe ich mit einer 7 von 10, glaube ich, bewertet. Steht jetzt hier, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ich weiß nicht mehr genau, auch sehr, sehr lecker. Preis-Leistung, der beste Laden. Hundertprozentig gibt es nichts zu diskutieren. Das war's von mir, das war's von hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Videos aus, die jetzt noch eingeblendet sind. Da geht es auch um Essen. Nächste Woche Freitag geht es weiter mit dem nächsten Essensvideo aus der Schweiz. Denn ich bin jetzt in der Schweiz. Haut rein, bis zum nächsten Mal.